Hallo, meine Krieger. Wir werden weiter gegen Wölfe kämpfen. Wir werden weiter Bäume fällen und versuchen, Eisen einzutauschen. Vor allem aber werden wir uns um die Nahrung kümmern, damit unser Volk nicht verhungert. Genau, und an der Stelle machen wir weiter. Erstmal wieder ein paar Gletscherseen gestalten, das ist immer wichtig. Die Bäume hübsch aufgrünen, das hat man woanders geklaut, egal. Ihr Lieben, wir haben nicht so eine tolle Zufriedenheit. Wir haben vor allem sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig Futter. Das heißt, wir müssen uns hier definitiv eins von zwei. Das heißt, wir werden sehen, sind die weiter? Ja, die gehen weiter. Das heißt, ihn werden wir hier auch noch als Jäger anbauen. Wir werden uns jetzt erst einmal um Futter kümmern müssen. Das muss besser werden. Haben wir dieses Gebiet denn eigentlich schon? Nein, weil wir eben kein Futter haben. Genau. Aber wir können ja etwas... Mal sehen. Besiedlung. Das nehmen wir als nächstes. Das kostet uns dann nämlich hier nur noch 140. Haben wir zwar momentan auch nicht, aber okay. Dieses Gebiet wäre halt schon ganz wichtig, wenn wir das kriegen könnten. Und wenn wir dieses Gebiet hier erobern, wäre das doppelt wichtig. Okay, also wir haben hier... Oh. Damit habe ich sie jetzt da weggezogen. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. So, wir müssen mal gucken. Wir haben hier keinen... Das ist der Bergarbeiter. Und der Bergarbeiter... Ja, wie können wir das Ding abreißen? Ich würde das gerne abreißen. Das ging irgendwie mal. Ah, da. Ja. Und tschüss. So, und dann ist dieser Bergarbeiter. Mal gucken, hier können nur zwei arbeiten. Das heißt, wir können... Idee. Das wird da gebaut. Und da wir ihn nicht brauchen, komm. Kommst du mal hier hin. Ach, unser Verbündeter wird schon wieder angegriffen. Und wir sollten vielleicht etwas mehr in die Richtung unseres Verbündeten schauen, anstatt hier weiter rumzurennen. Aber wir sollten vielleicht mal gucken, dahin sehen, dass wir mit den Wölfen klarkommen. Okay. Sehr schön. Mhm.
Also bitte noch einen Skalden. Ja, unser naher Clan hungert. Gar nicht gut. So. Für Ruhm, für Wissen. Wissen ist, glaube ich, besser. Und tschüss, fahrt mal los, besorgt mal ein bisschen Wissen. Und das ist unser... Hier sind schon zwei Leute drin. Das heißt, den setzen wir einfach wieder zurück. Der kann Nahrung sammeln. Darum müssen wir uns auch wirklich kümmern. So, jetzt gucken wir mal. Ihr geht jetzt bitte erst einmal wieder zurück in die eigenen Lande, damit ihr auch repariert, geheilt werdet. Und hier haben wir die Ruinen. Das Problem ist, dafür müssen wir dieses Gebiet besiedeln. Oh, da kommen die Wölfe. Heftig, heftig. Ah, das machen wir so bald wie möglich. Keine Frage. Wir sind schon fast da. Aber, ja. So. Die lassen wir erstmal da reparieren. Und dieses Gebiet... Dieses Gebiet... können wir gar nicht... irgendwie... Ja. Gebiet. Nee, geht nicht. Okay, das heißt, wir brauchen einen Siedler. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unser Siedler ist. Heiler haben wir zwei? Echt? Ernsthaft? Okay. Speerlager. Und dann machen wir doch mal aus dem Heiler einen Speer. Und den Speer schicken wir mal hier hin. Gott, wir haben nur noch 15 Nahrung. Okay, wir müssen uns... Wir hatten gesagt, wir kümmern uns um Nahrung. Das heißt, wir verkaufen erst einmal Holz. Das klingt gut.
Makrosilo. Ja. Wir brauchen nicht mehr Kranz. Wir werden angegriffen. Oh, von einem Wolf. Der heilt die aber irgendwie nicht. So. Warum können wir dieses Gebiet hier eigentlich nicht heilen? Nein. Heiler? Speer? Ach, unser Speer ist schon wieder mit was ganz was anderem beschäftigt. Nee, eigentlich sollte der dahin. Gucken, ob er da durchkommt. Wir müssen dieses Gebiet... Ach, jetzt weiß ich, warum wir das nicht können. Ah, alles klar. Wir können es nicht, weil wir das Nachbargebiet noch nicht haben. Wir müssen erst dieses Gebiet erobern. Es muss immer anhängend sein. Und das ist eine natürliche Mauer. Okay, das ist also noch nicht so toll. Gut. Was können wir noch bauen? Was können wir noch machen? Felder. Felder können wir dort nicht machen. Eine Jagdhütte. Haben wir dort eine? Ja. Aber Heiler haben wir keinen mehr. Wieso nicht? 0 von 2. Und wer bist, was bist du bitte? Du bist kein Heiler? Hallo? Okay. Er schließt sich mir nicht so ganz. Hier ist ein Heiler. Das ist eine Heilerhütte. Können wir jetzt auch eben mal aufwerten. Puff. 1 von 3. Jetzt ist er wieder... Jetzt heilt er auch komischerweise wieder. Das hat er vorher nicht getan. Finde ich gut. Wo ist unser Jäger? Dorfbewohner, Holzfäller, Bauer, Jäger. Nahrungssilo, Ausbildungs... Wo ist denn bitte unser Jäger? Holzfällerhütte, ja. Ich brauche aber eigentlich... Hätte ich doch ganz gerne... Da ist unser Jäger. Das heißt, das ist die Jägerhütte. Alles klar. Gut. Dann kommst du bitte dort mal mit rein. Dich brauchen wir. Ja, freier Segen haben wir. 470 dauert halt ein bisschen. Problem ist, wir haben viel zu wenig Nahrung nach wie vor. Wir haben Holz ohne Ende. Das heißt, wir werden Holzfäller. Haben wir 4 Stück. Wir werden diesen Holzfäller. Wir werden 2 von den 4 Holzfällern werden wir jetzt mal umformen. Also die kriegen quasi eine Weiterbildungsmaßnahme. So, jetzt kriegt jeder sein eigenes Holzfällerchen-Häuschen.
Sehr schön. Und jetzt geht's auch langsam wieder ein bisschen nach oben. Hier wird der nächste ausgebildet. 26 von 33. Das heißt, wir haben wirklich noch, ja, genügend. Unser Wissen wächst rasant. Geld geht auch, Holz sowieso. Eisen haben wir noch gar nicht. Stein, ja, wir haben halt gerade nichts. Und schon wieder ist die Besiedlung runtergegangen. Können wir dort ein Festmahl? Ja, ein Festmahl können wir gar nicht organisieren. Wir müssen mal gucken, ob wir hier Steine... Eisen. 5. Damit können wir das Werkzeug verbessern. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ach so. Bauern produzieren mehr Weizen, Jäger produzieren mehr Fleisch, Fischer produzieren mehr Fisch. Ja, ich würde sagen, die setzen wir erstmal nach oben. Er wächst nicht. Ja, immer mit der Ruhe. So, wir gucken mal, was wir bauen können. Ein Leuchtturm. Ja, macht keinen Sinn. Steine haben wir, Holz haben wir. Wir bauen den Altar der Könige hier hin. Dann gucken wir mal, ob wir damit ein bisschen besser fahren. Leider kann man nicht wirklich auf der Minimap sehen, wie viel Hoheitsgebiete wir jetzt schon haben. Ruhm. Also, erreicht... Achso, das haben wir auch schon. Okay, 8 Hoheitsgebiete. Das dauert also noch ein bisschen. So, dann gucken wir mal, wo meine Krieger sind. Die setzen wir hier hin. Das Schaf kommt dahin. Wir müssen jetzt langsam mal Richtung unseres da sind wieder einige Wölfe. Problem ist, da kommen wir auch nicht weiter. Wo müssen wir? Wir müssen doch dahin. Okay, das nächste Wissen. Das haben wir schon. Wir können uns ein Zufriedenheit oder erhaltet Stein und Eisen. Nein, wir brauchen mal Zufriedenheit. Das machen wir. Und jetzt gehen wir auch mal hier rein und fangen mal an aufzuräumen. Unser Brand ist jetzt so stark, der kann jetzt hier wirklich alles wegschnetzeln. Kommen wir nicht lang. Okay. Gut. Entweder gehen wir hier durch oder wir müssen doch außen rum. Na, dann müssen wir doch mal da lang. So. Für 140 Nahrung könnten wir das jetzt gerade erobern. Dann haben wir zwar wieder nichts mehr. Aber wir müssen dieses Gebiet bekommen. Das heißt, wir werden das andere erst einmal
bekommen müssen. Und erst wenn wir das haben, jawohl, können wir hier auch eine Fischerhütte hinbauen. Zack. Die kann dann fischen. Und wir können, bevor wir uns den holen, wir könnten jetzt den, der bringt Schätze. Das heißt, wir könnten hier hin. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob mein Plan aufgeht. Ja, entschuldigt, ich bin immer noch furchtbar erkältet. Aber das sieht nicht so schlecht aus. So, da werden wir jetzt noch einen zweiten Fischer reinsetzen. Sodass hier weiter Nahrung gesammelt wird. Für 170 können wir, wir sind im Mai, das sieht noch nicht schlecht aus, für 170 können wir hier dieses Gebiet erobern. Und dann kämen wir nämlich auch langsam, ist die Frage, oder erobern wir erst dieses Gebiet und bauen hier ein Dings. Vielleicht ja die bessere Idee. Das kann auf jeden Fall nur unser Ziel sein. Aber im Moment wäre das das einfachere Gebiet. Wir hätten dann die beiden. Oh, wir haben 8 Hochheitsgebiete. Super. Das heißt, wir brauchen hier dann eigentlich nur noch das sollten wir uns nicht im Rücken fallen lassen. Die Wölfe greifen gerne mal an, auch wenn wir, obwohl... Ah, das kann uns ja noch gar nichts schaden. Wollen wir erst den Schatz? Wollen wir echt erst den Schatz holen? Das ist vielleicht ja nicht verkehrt. Die müssen außen rumrennen. Die waren zu lange. Okay, das heißt, wir brauchen dort einen für das Silo. Und wir brauchen noch einen dafür. So. Verbündeter, ja, wir haben jetzt gerade erstmal selber genügend zu tun. Wir müssen mal gucken. Hier sind 1, 2, 3. Ob wir die alle kriegen? Noch einer weniger. Und das ist dann schon der letzte.
240 besiedeln wir das Ganze. Und das ist eine Draugruften. Okay. Das heißt, wir würden das jetzt mal besiedeln. Sehr schön. Wir sind ein Jarl. Und haben Draugruften zerstört und halten 50 Ruhm und 5 Eisen. Sehr gut. Und können auch schon bald was Neues erforschen. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts mehr, aber das hier ist ein Eisenvorkommen. Was natürlich toll ist. Das heißt, wir werden ein Bergwerk errichten. Dass wir dort jemand hinstellen. So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Hier produzieren wir Nahrung. Ihr werdet gerade geheilt. Die sind vertrieben. Die Wölfe, ja, hätte ich auch gern weg, aber vielleicht sollten wir uns den Schatz dann doch mal holen. Aber wenn wir uns den Schatz holen, für 330, aber erstmal können wir was Neues erforschen. Und zwar entweder ein... haben wir schon... Verteidigungs... Ihr habt genügend Wissen. Ja, ja, das weiß ich schon. Das ist klar. Aber die Frage ist halt, was? Wir nehmen das. So. Du bist ab sofort eine Eisenbrecherin. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist okay. Und jetzt würde ich sagen, wir holen uns mal den Schatz. Das heißt, wir gehen hier rein, werden für 330... Und wir haben November. Ach du... Naja, wenn ich es jetzt abbreche, ist auch zu spät. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir über den Winter kommen mit unseren... ja. Na, das war ja vielleicht dämlich. Seefahrer, Meister der Lehren, Heiler, Speer. Hallo Speer, ich brauche dich jetzt mal hier. Und zwar hier brauche ich dich mal. Dahin bitte. Wir haben gerade nur... Es ist Dezember, es ist Winter. Und ich meine, wir produzieren auch während des Winters offensichtlich reichlich... Uns gehen die Häuser aus. Uns gehen ganz schnell die Häuser aus. Das heißt, du musst mal bitte dahin basteln. So. Wo ist unser Speer? Könntest du bitte mal dahin gehen? Eigentlich hatte ich ihm ja gesagt, wo er hin soll, aber... Das. Ah, ich habe es, glaube ich, mit dem Linksklick gemacht. Genau. Jetzt gucken wir mal, was für ein toller Schatz da drin ist. Komm, ich will wissen, was da für ein Schatz drin ist. Oh, das dauert lange. Und dann können wir eigentlich auch
mal diese Wölfe hier ausrotten und dieses Gebiet einnehmen. Da haben wir zwar nichts von, aber sie fallen uns halt nicht mehr in den Rücken. Ich bin dafür ordentliche, saubere Verhältnisse. Gerne. Insofern warten wir den Schatz noch ab. Und ich glaube, dann lassen wir es für diese Runde auch sein. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann darum, dass wir endlich den Verbündeten erreichen und ihn von den Wölfen befreien. Und dann haben wir dieses Kapitel auch schon fast geschafft. Aber gut, es ist ja nur ein Kapitel, es geht ja dann weiter. Da gibt es dann neue Aufgaben, neue Bauoptionen. Und dann werden wir mal weitersehen. Im Moment ist das alles noch, bis nachdem wir jetzt das mit der Nahrung erstmal hinbekommen haben, relativ easy, relativ einfach. Vielleicht werden wir dann einfach eine Schwierigkeitsstufe höher steigen und auf schwer gehen oder auf sehr schwer gehen. Mal gucken. Mal sehen. Erstmal will ich wissen, was hier drin ist in dem Briefkasten. Und dann sehen wir weiter. Und es ist... Okay. 100 Krönz und Wissen haben wir erhalten. Okay, gut. Dann... Ja, ist das schön. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann ihn ja mal nach da schicken. Macht auch nicht so viel Sinn, aber egal. So. Ja, ihr Lieben. Wir sind nah dran an unserer Aufgabe. Wir müssen wirklich nur noch die Wölfe, und zwar nicht die, die hier vor der Tür stehen, das sind eine ganze Menge, also die würde ich wirklich ungern uns im Rücken lassen, sondern die Ruinen wurden bereits erkundet, jojo, sondern die Wölfe, unsere Aufgabe da oben, aber kommen wir beim nächsten Mal zu. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei Nosgard.